Angesichts der grausamen Realität dürfen Priester und Ordensleute nicht der Versuchung der Resignation nachgeben und sich in ihren Sakristeien in vermeintlicher Sicherheit verschanzen. Diese Botschaft hatte Papst Franziskus an diesem Dienstag für die in Morelia versammelten Geistlichen und Ordenschristen. Dort feierte er im örtlichen Stadion eine Messe. Franziskus feierte die Messe mit einem historischen Kelch, jenem, den schon der erste Bischof von Morelia benutzte, Vasco de Quiroga. Auch der Bischofsstab, den der Papst beim Einzug trug, stammte aus dem historischen Bestand von Bischof de Quiroga, der von 1536 bis 1565 Bischof von Morelia war. Er gilt als einer der ersten Missionare Mexikos und zeigte dabei große Sensibilität für die Anliegen von Indigenen. Für ihn läuft ein Seligsprechungsverfahren. La resignación.